Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Unpacking wieder mal, und zwar dieses Mal zu meinem neuen Nintendo 3DS, und zwar der XY Spezialedition in Rot, weil ich schon einen blauen habe und der ist leider kaputt. Ich weiß nicht warum, aber der hat irgendeinen Fehler. Und ja, jetzt gibt es zu diesem wunderbaren 3DS hier ein Unpacking. Und nebenbei habe ich mir auch, wartet, das ist ein Kabel von meinem Headset, weil ich jetzt mit Mikrofon-Headset aufnehme, das hier gekauft. Die Legend of Zelda Wind Waker HD Special Edition Ding bei Mediamarkt. Product Placement. Entschuldigung, ich weiß nicht, was das war. Auf jeden Fall wollte ich es original verpackt lassen, darum ist noch das Mediamarkt Ding drauf. Und ja, jetzt greife ich mal zu meinem... Oh, ich habe mir da verletzt, wie es ausschaut. Greife ich mal zu meinem Allzweckwerkzeug der magischen Schere. Und schneide das hier irgendwie auseinander. Und probiere nicht, dass ich die Box irgendwie verletze und dabei mit der Hand filme, weil mein Stativ kaputt ist. So. Eins. Geschafft. Und ich darf nicht mehr Kabel durchschneiden. Zwei, geschafft. So, jetzt habe ich mal diese Mediamarkt-Dinger gelöst. Und man kann den 3DS so bewundern. So. 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 Und wenn ihr euch fragt, warum ich meinen roten geholt habe, das ist einfach nur, weil ich einen blauen schon besitze. Also den kaputten. Und der noch ein bisschen geht, und darum kann ich mir meine Daten und alles überspielen und dann den blauen irgendwie zum Pokémon-Tauschen benutzen. Und... Pokémon Y wird nicht meine Hauptedition sein, sondern die Edition, die ich Let's Playen werde, sage ich gleich mal jetzt. Und X... Ich muss mein Headset richten, weil mir das fast runterrutscht. Und X wird meine Hauptedition sein, sondern Y die Let's Play Edition. Weil Y reiche ich mir runter und X kaufe ich mir im Geschäft. Und jetzt muss ich die magische Lasche hier öffnen. Und das hier aufziehen. Und wie bei jedem 3DS XL ist kein Lagerät dabei. Und davon muss ich noch da so ein Pickel entfernen. Und es ist immer noch schwer mit einer Hand das zu tun. Das reicht, wenn man sich gerade die Fingernägel geschnitten hat. Weil es in einem Video nicht so super aussieht. So. Ich zerstöre meine Box. Sie hat da schon irgendwelche Gebrauchsspuren und es ist unscharf. Juhu. So. Und ich kann während der Aufnahme die Schärfe nicht verändern, weil sich sonst meine Aufnahme beenden tut. Ja, ich benutze gerne das Wort tut. Okay, dann kommt wieder das Allzweckwerkzeug zum Einsatz. Mit dem kann man fast alles machen aus... da, rein. Scheiß weg. So. Ach ja, und falls ihr euch fragt, warum ich das so kompliziert mache, und das ist alles nur wegen dem Unterhaltungsfaktor, und jetzt benutze ich mal meine linke Hand, wo ich mich nicht verletzt habe. Und es will wirklich nicht aufgehen. Das geht so gar nicht. So. Gut. So. Funktioniere. Funktioniere. Mal. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich schaff's gleich. Und... Ah, das gibt's doch gar nicht. Vielleicht, wenn ich das... die Schere so nehme. So. Dass ich da irgendwie reinkomme. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin drin. Ha. Geht doch. Es ist offen. Und jetzt... Nein, oder? Da ist auch noch so ein Pickel. Das ist nervig. Und auf der anderen Seite da ist auch noch ein Pickel. Jetzt gebe ich mal das da weg. So. Das ist immer noch schwer einhändig und ich zerstöre gerade irgendwie die Box. Aber nun ja, was tun wir nicht alles? Oh, zerstört. Egal. Jetzt müsste ich es eigentlich runter bekommen, zumindest zur Hälfte. Und es sollte aufgehen. Komm schon. Ja, es funktioniert. Jetzt muss ich es nur noch umdrehen. So. Und da sieht man nochmal Xerneas und die Welt an. So, jetzt ist es offen. Und sie wird hier rausgezogen. Das wunderbare 3DS-Ding.
Auf jeden Fall jetzt einmal Betriebsanleitung, bla bla bla, Sternepunkte und da hinten. Was ist das? Das sind. Ha! Das sind die Dingscards! Die AR-Karten, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Von mir, die habe ich verloren. ja, weg damit. Damit. Ja, auch. Und jetzt kommen wir zum Kernstück, das ich noch nicht herausgezogen habe. Weil das mit einer Hand schwer ist. Ich nehme wieder meine rechte. So. Das will nicht. So. Oh, ich weiß schon, was ich tun muss. Ich muss das einmal so drehen. Reinfahren. Und es so rausziehen. So. Tada! Ein 3D ist in einer weißen Folie. Juhu. Darum mache ich den jetzt mal auf. So. Jetzt rausziehen. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Und ich muss die Schere weggeben, weil Scheren sind gefährlich. Ich habe ein Pickel auf den Fingern. Weg. So. Und jetzt kommt der 3DS heraus. Und es ist sehr schwer mit einer Hand. Das heißt, ich muss mein Knie zur Unterstützung nehmen. Und er glitzert! Cool, er glänzt. Noch. Ja. Stichwort ist noch. So. Was ist der 3DS? Sehr nice Welt, da sieht man Haare. Und eine Lampe. Wow, der ist cool. Größenvergleich, das ist meine Hand. Das ist der 3DS. Das sind AR-Karten. So. Und darum, ja. Was wollen wir noch? Wollt ihr noch sehen? Ich glaube, ich werde jetzt die erste Inbetriebnahme. Und das Coole ist, da ist der Stift. Nicht da hinten wie beim normalen 3DS, sondern da. Und jetzt wird er geöffnet zum allerersten Mal. Und die Kamera ist live dabei. Und. Wow, das ist schon cool. Und den kann man auch so hinstellen zum Starten. Und der XL ist wirklich cooler. Und er hat noch so ein Tastendruckgefühl wie der DS Lite. Das habe ich irgendwie vermisst. Und starten. Es leuchtet. Ich glaube, ich sollte den Stift rausziehen. Und ich glaube, mit dem kann man auch besser Let's Play, weil er diese Bildschirmoption hat und es reflektiert sehr stark. Das Licht gerade. Und jetzt muss ich eine Sprache auswählen und den 3D-Effekt mal ausschalten. Ich nehme die. Oh, das ist nur so ein Stift. Ich nehme mal Deutsch. Okay. Und jetzt muss ich die 3D-Tiefenregler nach oben schieben. Das heißt, gleich wird das Bild komisch. So, weiter. Oh, den kann man fixieren. Okay. Ich halte es nicht so. Die Bilder werden angezeigt auf dem unteren 3D-Bildschirm. Okay, das funktioniert nicht. 3D-Anzeige in 3, 2, 1. Und. Ja, es funktioniert. Es schaut schon mal schön aus. Und es ist genial. Wie immer halt. Gut. Fertig. Zeit wieder eingeschalten. Weiter Datum und Uhrzeit, bla bla bla. Datum habe ich heute den. Auf jeden Fall gleich mal den 10.2013. Und zwar, es ist heute Mittwoch. Samstag ist der 12. Da kommt XY raus. Das heißt, heute ist der 9. Ja, ich kann rechnen, nicht runter. 9. Ach, da, scheiße. 9 und dein Headset rutscht schon wieder. So besser. 9.10.2013, okay. Uhrzeit. Keine Ahnung. Auf jeden Fall dauert der auch noch schon 9 Minuten und 6 Sekunden oder so. Es ist. Okay, 17.44. 17. Ah, ich hätte in die andere Richtung das machen sollen. Egal. YOLO. Perfekt. 45. Okay. So. Hat eine Uhrzeit wurde eingestellt. Gib einen Benutzernamen ein. Scheiß drauf. Computer Ninja. Nin. Oh. Das verarscht mich. Dann nehme ich. Ach hier. Geburtsdatum. Ja, das wisst ihr glaube ich eh. Wenn nicht. Nee.
werdet ihr es jetzt erfahren. Und das Land ist... da. So. Ja. Egal. So. Eine Internet-Einstellung. Das... will ich überspringen derzeit, weil ich das Passwort nicht auswendig weiß. Später. Okay. Eine Altersbeschränkung. Nie. Das ist mein 3DS. Ich bestimme über ihn. Das System ist fertig. Home Menu. Und das, die Tasten hier sind auch besser als normal. Also. Nur die Auflösung ist halt gleich. Und das ist blau. Mhm. Softwareverarbeitungsdaten werden erstellt. Bitte. Bla bla bla. Sehr schön. Jetzt habe ich alles da. Was ein 3DS auch hat, nur ist es viel größer und cooler. Ich musste gerade was rausschreiben, weil meine kleine nervige Schwester wieder mal genervt hat. Bla bla bla. Und ja! Ich hoffe, euch hat das Unpacking gefallen. Ich schalte dieses Ding jetzt aus. Ich habe gesagt, ich schalte es aus. Ich sagte, ich schalte es aus. So. Ich schalte es aus. Mal drehe es nochmal so und ja! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, Pech gehabt. Und dann sage ich, ciao und bis bald, Qubit Ninja, Ende!